Naja, also wir haben eine Partie gesehen, wo wir gegen einen sehr guten Gegner gespielt haben. Wir haben ungeheuren Respekt gehabt, das hat man richtig gesehen und gemerkt. Als wir diesen endlich abgelegt hatten, haben wir ein Standardtor gekriegt, was natürlich zu vermeiden ist. Und kurz danach das 2-0. Dann gehen wir in die Halbzeit und versuchen natürlich nochmal dann irgendwas zu machen. Zweite Halbzeit kriegen postwendend nach 5 Minuten das 3-0. Ja, da war das eigentlich schon durch. Ja. Und wir müssen ehrlich sein. Wenn Altona das eine oder andere Ding noch macht, dann steht es nicht nur 3-0. Aber wir stehen wieder auf. Eben mit der Mannschaft gesprochen und wir werden unsere Punkte holen. Da bin ich fast von überzeugt. Vielleicht gegen andere Gegner als der Gegner heute. Am Anfang schon, als wir den, wie gesagt, wenn du dann ein Tor kriegst und noch eins, dann geht die Birne erstmal runter und wir können auch kicken. Ja? Wir haben einen Plan gehabt, der ist eigentlich ganz anständig aufgegangen. Wir haben Vincent Bo komplett aus dem Spiel genommen, bis auf die Situation zum 2-0. Das ist uns geglückt, das ist das Herzstück zusammen mit dem Kapitän bei Altona. Nichtsdestotrotz haben die natürlich auch noch ein paar mehr Spieler, die Qualität haben. Wir haben Montag Training, spielen Dienstag im Pokal, Donnerstag ist Training und dann haben wir Samstag Punktspiel bei Süderelbe und da wird es wieder um Punkte gehen und wir sind zuversichtlich, weil die Mannschaft steht auf, ganz sicher.